Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Skarner. Er hatte in Patch 14.8 ein Adjustment bekommen, das auf jeden Fall sehr, sehr vieles war, nur kein Adjustment. Seine Winrate ist so dermaßen explodiert, dass man direkt am Donnerstag noch einen Hotfix-Nerf rausgehauen hat, bei dem man einfach mal seine passive Q und den W richtig ordentlich genervt hat. Selbst nach diesem Hotfix ist er aber weiterhin mit riesigem Abstand der Champion mit dem größten Winrate-Zuwachs der letzten Wochen. Allerdings gehe ich davon aus, dass dieser Zuwachs auch daher kommt, dass die Leute so langsam wissen, wie man diesen Champ wirklich vernünftig spielt. Vielleicht kommen wir in den nächsten Wochen hier noch an einem Punkt an dem wir einfach sagen können, okay, Skarner ist nun offiziell broken. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher Off-Meter-Pick ist eurer Meinung nach tatsächlich viable? Für mich ist es Tarik Jungle, schreibt euren geheimen Pick aber mal unbedingt in die Kommentare. Ab zum Abfalleimer der Woche. Wir kommen wieder einmal zu Corki. Dieser Champion ist im Prinzip einfach nur Azir 2.0. Niemand spielt ihn, niemand bannt ihn und seine Winrate ist so dermaßen abartig niedrig, dass ihn zu picken aus meiner Sicht wirklich fast schon an Int grenzt. Laut League of Graphs hat er 45% Winrate in Emerald Plus. Jetzt werden einige von euch aber sagen, ja, der Champion, der ist erst so richtig so ab Master Plus, da ist der richtig Bombe wieder. Nee, auch nicht. 44,1% Winrate in Master Plus. Der Champion ist einfach wirklich ernsthaft, er ist tot. Und ich glaube, dass selbst die größten Corki-OTPs mittlerweile entweder mit League aufgehört haben oder sich einen neuen OTP gesucht haben. Zeit für den Nope der Woche und das ist Mordekaiser. Er hatte in Patch 14.8 ein paar kleinere Änderungen bekommen. Die größte ist, dass seine Ult nun auf keine Art und Weise mehr geglänzt werden kann. Damit ist sein Frustrationslevel natürlich drastisch gestiegen. Das hat sich dann auch direkt in seiner Bunrate bemerkbar gemacht, die kurzerhand um über 5% gestiegen ist. Es gibt einfach wenig, das sich schlechter anfühlt, als von einem Mordor geultet zu werden und ganz genau zu wissen, ich kann jetzt hier Faker sein, ich kann machen, was ich will, ich bin zu 100% tot, insbesondere dann, wenn Mordor weder Q noch E trifft und einen dann einfach nur mit Passive und Autos zerstört. Damit jedoch ab zum Broken Pick der Woche und dort zu Twitch. Seit dem Patch 14.6 Crit Item Changes ist Twitch wieder so ein richtiges Hyper-Carry-Monster geworden. Von allen ADCs hat Twitch die mit Abstand höchste High-Elo-Winrate. Über 54% Winrate hat er in Emerald Plus und in Diamond Plus ist er jenseits der 55% angesiedelt. In den unteren Rängen ist seine Winrate bei weitem aber nicht so überzeugend. Twitch ist als immobiler Hyper-Carry ein Champion, der knallhart für die kleinsten Fehler bestraft wird. Machen wir direkt einen großen Sprung zu unserem Item der Woche und das ist Sundered Sky. Das Item war ja in der Vergangenheit bereits das Item der Woche, weil es ja zum Anfang der Season einfach mehr Damage gemacht hat als im Tooltip stand. Und lasst es mich eindeutig formulieren, das Item ist immer noch Astro Broken. Es ist das am vierthäufigsten gebaute Item im Spiel und ist mit über 53% Winrate einfach deutlich zu stark. Als zweites, drittes oder viertes Item ist das Item auf praktisch allen Bruisern sowas von Delulu busted. Camille, Wukong, Irelia oder Jax machen euch garantiert mit 3 Items, wenn ihr als normaler Champ 4 habt. Und fragt mich jetzt bitte nicht, warum ich das leider so genau weiß. Riot weiß aber auch, dass das Item komplett busted ist und hat daher schon wirklich extrem harte Nerfs im Gepäck, die wir in der letzten Rubrik erfahren. Zeit für den Fail der Woche und dort zu einer ehrlicherweise fast schon traurigen Situation. In Kürze startet MSI und ein Team, dem ich diesmal keine riesigen Siegeschancen geben würde, ist tatsächlich Weltmeister T1. Jetzt fragt euch, hä? Warum? Der LoL-Client ist ja bekanntlich extrem anfällig für alle Arten von Attacken und das war nun für T1 seit Monaten schon ein gigantisches Problem. Selbst live während dem LCK Spring Split gab es so große DDoS-Attacken gegen T1, dass T1-Spiele einfach nicht mehr ausgetragen werden konnten und dann irgendwo im Geheimen gespielt wurden und dann anschließend als VOD liefen. Dass auch der Tournament-Ram derart anfällig ist, ist ehrlicherweise schon ziemlich peinlich. Seit Dezember hat T1 mit diesen Attacken zu kämpfen. Das Ganze wurde so schlimm, dass sie irgendwann einfach nicht mehr scrimmen konnten, von dem Gedanken Solo-Queue zu spielen mal ganz zu schweigen. T1 hatte dann im März Super-Accounts bekommen, um zu scrimmen und Solo-Queue zu spielen,
Seien wir aber ehrlich, das ist auch einfach nur eine Notlösung. Ab zum Trick der Woche und dort zu einer Info, die scheinbar extrem viele Leute nicht wissen. Zumindest nach meiner nicht repräsentativen Umfrage wusste das Ganze nur einer von 10 Leuten. Ihr kennt mit Sicherheit Qiyanas Ult. Sie schmeißt euch nach hinten, ihr bekommt Damage und wenn ihr gegen eine Wand fliegt, werdet ihr gestunt. Tatsächlich stunt Qiyanas Ult aber bei jedem Terrainwechsel. Wenn ihr also im River steht und Qiyana einfach auf dem normalen Boden der Erde steht und euch von dort aus ultet, werdet ihr auch im River gestunt. Das gleiche gilt für den Übergang von, ich sag mal, Erde zu Busch. Die Ult hat im Prinzip die gleiche Funktionalität wie der Q. Das lässt sich aber, da bin ich ehrlich, relativ schwer aus dem Tooltip rauslesen. Diese Funktion war aber tatsächlich schon immer seit Qiyana Release so. Was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Änderungen zu Patch 14.9 sind da und wie das natürlich auch immer in der letzten Zeit so war, das wird wieder ein absolut geisteskrank großer Patch. Es gibt Champion Buffs für 6 Champions und Champion Nerfs für ungelogen 13 Champions, als auch natürlich dann noch mit dazu 4 Champion Adjustments. Dazu geht man nun auch noch einmal alle Bruiser Items an, die ehrlicherweise schon ewig absolut broken sind. Es gibt Nerfs für Eclipse, Starx Gage und Sundered Sky. Das Item verliert massiv Damage und der Cooldown geht auch einfach mal um 2 Sekunden hoch. Als auch dazu noch Item-Adjustments für Hex Drinker und More of Mordius und einen kleinen Buff für Death Stance. Entscheidenderweise bekommen dann auch noch extrem viele Champions Hitbox und Champion Clickbox Updates. Die vollen offiziellen Patch Notes gibt es natürlich wie immer hier auf diesem Kanal nächsten Dienstag um 20 Uhr. Das war's tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.